Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Yoshi's Crafted World auf der Nintendo Switch. So, während ihr das Video seht, bin ich gerade in Urlaub. Dies nur als kleine Info, deshalb kam das Projekt auch eine Zeit lang nicht, weil ich das einfach weiterbringen wollte, wenn ich in Urlaub bin, weil ich ja gesagt habe, ich mache zukünftig eher Livestreams. Dachte ich mir, komm, das Projekt kannst du noch so zu Ende bringen. Das machen wir eben jetzt, während ich im Urlaub bin. Wisst Bescheid. So, ich hoffe, alles geht's gut übrigens, liebe Leute. Und freut euch auch, dass das Projekt hier weitergeht. Da wäre es wieder, wir sind aber nicht so sicher. Ja, es ist ein tolles Spiel. Dieses Fakt. Ich spiele es wirklich auch total gern. Macht total viel Spaß. Ich habe es erstens vermisst, das jetzt wirklich eine Zeit lang nicht zu spielen. Mist, muss es zugeben, umso gespannter bin ich. Was ja noch passieren wird, und hier haben wir erstmal eine lustige Zugfahrt. Yay. Sagst du mal gleich, die nächsten Parte werden nicht so lang. Aus organisatorischen Gründen ist das leider nicht möglich. Weil. Ja, genau, das sprang genau auf mich hier. Ne? Was ist denn das hier? Weil ich einfach jetzt einen Haufen Zeugs voraufnehmen muss und ich schaff das halt. Zeitlich nicht. Und bam, da haben wir die erste doch eingesammelt, die war irgendwie total leicht. Das irritiert mich gerade, dass die so leicht zu fangen war. Aber okay. So, hier gibt es bestimmt irgendwas. Ja, dann müssen ein paar Münzen. Die nehmen wir doch immer gern. Yay. Muss man aufpassen, die fallen nämlich Hackers runter und die können erst böse kann das enden, ja, wenn es aufpasst. Aber an wird eh so oder so überall neue Leben so gesehen, nicht so gesehen. Gibt es hier nicht irgendwo noch? Hier gibt es bestimmt noch irgendwas einzusammeln. Es sieht ein bisschen so hart verdächtig danach. Au. Oh. Hallo, was ist denn das hier? Aber die war, die gab es irgendwo hier. Vielleicht war hier doch nicht hier in einem von den Dingern drin, wie ich dachte. Vielleicht kann man hier irgendwas kaputt hauen. Nö. Aber irgendwo hier müsste doch sein. Oder bin ich aber. Moment, ich bin ja auch blind. Ja, ich werde es mal damit hier kaputt hauen. Aber ich sag auch keine Mü. Hä? Scheiße, ey, was ist denn das hier? Ich drück dauernd die Taste. Aber es passiert sonst niente, nada, nix. Aber hier irgendwo muss doch die beschissene. Ich sehe die halt wirklich null. Bist du komplett blind? Ah, hier ist doch nix, ne? Komisch. Aber egal, wir lassen es mal bei dem. Ich brauche auch eine Zwangsweise. Wie gesagt, jedes Macher kann 100% Let's Play raus. Dementsprechend sind wir mit dem zufrieden, was wir haben. Ja. Und freuen uns, dass wir dieses gute und tolle Spiel einfach nochmal ein bisschen anzocken können hier. So, ich dachte, hier wird es weitergehen. Offensichtlich aber ja mal nicht. Nee, da kam mir doch her, ich bin ja auch dumm. Oder? Kam jetzt daher? Ich weiß es gerade erst nicht. Ach, hier muss man eine Brücke zusammenbauen. Ich verstehe. Ah, ich verstehe das jetzt, was man da machen muss. Habe ich da fehlen jetzt noch zwei Teile. Und die muss ich noch irgendwo finden. Okay.
I understand. Aber fragt bis jetzt natürlich ist, wo sind diese Teile? Und vereinfacht gesagt, man weiß es nicht. Aber man muss nämlich die hier finden. Das ist nämlich die richtige. Okay, das war nicht so schwer und die war auch nicht so weit weg. Und hier haben wir nochmal hier sowas. Und hier mal ein paar Psy-Guys, die wir jetzt einsammeln werden. Und so ein bisschen Eiern verbraten werden, denn diese sind wichtig. Passt irgendwie auch zu Ostern, lustigerweise. So, wunderbar. Gut, dann bringen wir das Ding noch zurück und da fehlt uns nur noch ein Teil. Und das werden wir auch finden. So. Überhaupt das zumindest mal, dass wir es finden werden. Wir werden sehen. Gut, hier hast du überall geschaut und ich habe keine Ahnung, wie noch irgendeine Mütze. Sein selber hoch. Geht's hier irgendwie anders? Dies belassen wir einfach mal bei dem. Da haben wir auch ein Geschaut-Spress. Wir schauen einfach jetzt mal in die Richtung. Und hoffen, dass wir hier zielfündig irgendwas finden werden. Früher oder später zumindest. Vielleicht sogar hier. Man weiß es nämlich nie. Na doch, hier ist Hinweis, hier geht's nicht weiter. Okay. Gut. So weit, so gut. Also fragen wir uns jetzt, wo ist das dritte Teil? Ich schaue nochmal vor, das habe ich nach hinten. Weil hier ging es ja irgendwie noch weiter. Geht hier mal? Nein, geht's nicht. Ja, aber das war doch natürlich, das war es nach hinten. Also muss hier irgendwo auf dieser Seite so noch eins sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich weiß halt nicht wo. That's the little problem I actually have. Vielleicht muss man doch da hinten lang gehen. Das sind so Kleinigkeiten, die eigentlich vermutlich ganz logisch sind. Die ich aber zuerst nicht kapiere, weil es dumm. So, ja, ich glaube, das wird nämlich jetzt hier irgendwo sein. Ach, siehe da. Das letzte Teil. Was wir so krass gesucht haben. Kann er uns jetzt währenddessen töten? Nein. Alles andere wäre auch hart zu unfair gewesen. So. Der Zug kann weiterfahren, das heißt, wir müssen schauen, dass wir uns neulich darauf begeben. Und weiter geht's. Auf unseren Zug. Ach ja, diese Zugfahrt, ist ja nicht was Schönes. So, du kommst mir gleich mal hier nicht in die Tüte. Ich weiß, dieser Wortwitz war legendär. So. Moment, war mal ja eigentlich noch was? Ich weiß ja nicht. Ich wollte das eigentlich wieder so ein Off-Topic-Laber-Projekt machen. Problem ist, zum alles in Haufen Folgen auch voraufnehmen. Ich habe eigentlich nicht viel zu labern, ne? Im Prinzip sorgt es einfach nur Gameplay. Und ach, fuck, und wir haben keine richtigen Themen. Das ist traurig, I know. Aber was soll ich machen? Wie gesagt, ich tue das hier alles gerade. Yeah, da habe ich die Mütze, die Dings mitgenommen. Alles, hallo, was ist denn hier los? Gerade nur komplett voraufnehmen. Da, der kann bitte einfach nicht wundern, dass hier alles nicht so hintergründig ist und ich jetzt auch nicht so krass viele Sachen sage. Weil wie gesagt, eigentlich will ich so Off-Topic-Themen auch reinbringen, aber ich habe halt deshalb keine. Und das macht meinen Aua-Vorsatz dann halt auch wieder ein bisschen zunichte. Weißt du, manche bekommt man total leicht und total einfach und andere Münzen verstecken es irgendwo. Man hat kein paar Wunde sehen und man findet die halt einfach nie. Und das ist dann nämlich so komisch, weil man es dann echt total leist, Baby leist zu finden, aber andere Scheiße. Dann halt nichts. Und hier muss man erst aufpassen, weil hier kommt ein bisschen was. Scheiße. Die wäre auch leist gewesen, aber drauf geachtet hätte. Egal, es hat nur so viele Sachen. Aber okay. Und die hätte ich holen können, holen müssen. Ja, aber wir akzeptieren das jetzt auch mal so. Und sind happy. Yay. Yikes. We are happy, happy, happy. Und wenn ich den Arm so hebe, merkt man, dass hier die Sonne wieder gerade komplett rein scheint hier.
Aber das Tool kann die Facecam so noch relativ gut ausblenden, zum Glück. Sonst erst RIP, so langsam. So, ist in Ordnung, bin zufrieden mit. Wie gesagt, ich mache kein 100%. Das, sonst würde ich da irgendwie lange dran sitzen. Das wissen wir alle. So, was ist denn das hier? Gemauserte Magneten. Das zahlen wir uns auch nochmal an. Let's go. Aber eh noch ein bisschen Zeit, ein paar. Es macht so 15 Minuten ungefähr so. Weil ich ja jeden Tag jetzt, während ich weg bin, anspringen und aus Zeitgründen ist noch ein bisschen was in den Koffer packen mussten. Alles, bin derbe gestresst gerade, aber trotzdem aus. Das ist 15 Minuten Party hier. Für das Aufnehmen. Ah, braucht man hier irgendwie. Hier? Wie funktioniert dieser Spaß jetzt? Jetzt put der Magnet hier hin. Da können wir drauf springen und darüber dann hier drauf. Und so wird es, glaube ich, auch gemacht. Sagt man, muss ihn irgendwie mitnehmen. Oder damit das Ding irgendwie wegschicken oder so. Was halt alles keinen so großen Sinn gemacht hätte. Weil in diesem Spiel weiß man nie, was Sache ist. Aber ich fand das cool. Tatsächlich, wie hier auch so die Pflanzen sind und alles. Das gefällt mir sehr gut. Und ich hatte hier von Zeiger gebraucht, aber ich habe leider keine mehr, weil die mir irgendwo alle abhanden gekommen sind. RIP. Das meine. Komme ich leider noch nicht hin, aber ich brauche definitiv hier welche. Also ab geht's da unten nach Zeiger suchen. Und da war so ein welche. Beziehungsweise das sind eher so Ritter, Guys. I don't know how I actually should call them. Was haben das die vier Eier gegeben? Das ist gut zu wissen. So, mach mal das Ding hier oben mal. Ach scheiße, hier. Machen wir das mal so nächste. Oh ne, das gibt ein paar Leben. Auch gut. Was muss ich hier machen? Hier irgendwie. Hier was. Und. Gut, den Stack ist mal ein. Werden bestimmt gleich brauchen. Nämlich ganz genau hier. Bingo. Aua. Ah. Bestimmt. Jetzt erwarten mich die vorne sind und es umdrehen. Das ist der Moment, wo man mit seiner großen Zunge zuschlagen sollte. Nämlich jetzt. Und dann hat man die erste Münze hier in diesem Level auch ganz souverän eingesammelt. So, wir freuen uns diesbezüglich und schauen, dass wir hier möglichst viele Münzen ansammeln. Yay! Yikes! Und merken, dass hier eine Jossenmünze ist, die wir natürlich gerne nehmen und neue Leben, die wir auch gerne nehmen, weil Lebenshaar nie. Und ja, wo sind wir jetzt auf einmal hier gelandet? Das sieht mal höchstens aus. Oh, da oben ist ein bisschen Magnetparty. Zeigt mir. Ah, jetzt muss man irgendwie hier hochkommen. Oder wie, wo, was? Warte mal, hier ist irgendwas, kann man da hin? Nee. Das ist bestimmt kein Zufall, dass die... Ah. Kann man hier seine Zunge reinstecken und die kommt auf der anderen Seite wieder raus, da. Was genau wollen die hier von allem? Nee, gut, hier geht nichts. Also geht schon, wenn ich es damit länger auseinandersetzen würde, aber brauche ich nicht. Wieso geht das Ding hier jetzt nicht runter? Ich
glaube, das liegt an dem Zeiger, der hier drauf ist. Oh doch, da braucht man das Heißmagnet, okay. Jetzt träume ich bestimmt nicht umsonst. Die Frage ist, wie kommt man hier halt hoch und wie holt man sich das? Ah! Lul. Ach, sind nur die wildgewordenen Mäuse wieder hochrennen, okay. Ah, wir müssen nämlich nur andersrum. Hier muss man das Ding nach unten tun und dann funktioniert's. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ganz logisch und sinnvoll diese Erkenntnis. Aber hey. Was ist, wenn es nach Logikkeit und Sinnvolligkeit geht, dann dauert es bei mir erst ein bisschen das weg. Es ist. Einer von 20. Ich bin wieder sehr gut dabei. Wir sehen es alle hier. Also, oh Gott, was ist hier für eine Höhe? Da wird gleich was reinfallen. Ah, ich verstehe. Wir müssen hier. Dann hier. Und da hier. Und dann einmal hier. Da hier. Bam! Und jetzt haben wir hier den ganzen Spaß. Die überfliegen wir alle mal zahnweise und tun sie danach vernichten. As we like it. Da haben wir richtig viele Boden. Freilandeier. Gott. Ich weiß, mein Humor, der noch nie da war, ist jetzt erst Rest nicht da. Und was ist denn das hier? Ah, man müsste irgendwie ein paar Äpfel essen, dann wird's wieder. Weiß ich nicht. Das ist lustig. Vor allem. Die und easy. Oh nein. Oh nein. Also was bin ich richtig scheiße in sie. Ja, RIP. Deshalb auch mal live. Hurensohn. Run! So. Ja, brauchen wir irgendwelche Magneten. Das bringt den Punkt. Wir haben nämlich keine in unserer Nähe. Steht denn das Ding hier mitten? Da muss man den dann mitnehmen, oder wie? Oh, was ist das? Wenn wir einfach nur mit genügend Anlauf rennen, schaffen wir hier früher das Beet auch hoch. Fuck, brauchen wir noch einen Magneten hier oder was? Oder muss ich da noch drauf? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, irgendwie soll ich muss hier noch mit drauf. Also erst muss ich den kleinen Zeiger hier tot machen. Der mich hier jetzt so ein Hardcore anfängt zu mobben. Mal an, was hier oben hängt. Stimmt, hängt da nicht im Spaß hier. Das ist jetzt gerade lustiges, logisches. Nein, fuck, denken. Das mich selbst leicht überrascht, dass ich das überhaupt habe. Und dass das Ding mit zwei dann nämlich aufgeht. Das nennt man Logik, ne? Eine Sache, die vielleicht für viele hier ein Fremdwort ist, Kappa. Oh nee, nicht schon wieder. Ich hasse es.
Ach so, ich muss mal hier drauf springen und dann bläst es die komische Katze hier auf. Das ist immer so eine Sache, die ich halt einfach nie verstehe. Ich glaube, mir reicht hier ein Magnet, um weiterzukommen. Zu früh gefreut. Let's catch the second one. Also ich finde das komisch, wenn man sowas hier aufhörst, dann irgendwie alle von den kleinen Mini-Dingern hier auf einmal hier meinen, hier so Terror machen zu müssen, die so rumzuspringen. Das ist... Kinder, skippt einfach die Soße her. Ja. Und nochmal das ganze Spiel. So, danke und jetzt hau. Ich will doch nur das Ding hier dranhängen. Ich will sogar, oh nein, nicht da reinwerfen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Kommt die nämlich wieder. Ja, hier gab es irgendwo eine... Wo auch immer ich das eine übersehen habe. Wie gesagt, ich muss den nicht alle sammeln. Oh, scheiße. Ich bin doch draufgesprungen. Tiki, was ist denn das hier? Wir hatten das hier jetzt wahrscheinlich um Millimeter nicht drauf kommen. Und ich bin immer nur so danke dafür, Merkel. Yassi! Scheiße, ey. Die auf einmal da sein, der. So. Es ist die Sache halt die, wenn ich das Ding jetzt hier in Pflanze werde. Zap. Yassi fliegt einen Millimeter weiter nach oben. Und halt ist einfach irgendwo fest wie so ein normaler Mensch, ja. Dies bekommst auch ganz sicher du hin. Was der Mensch denkt. Man zieht den Controller hoch und alles, aber denkt, es fehlt nur ein verfickter Millimeter. Ist doch erst ein Witz. So, ich baue nicht, das heißt, ab. Den ganzen Spaß hier hin. Geht ein bisschen zu weit, aber jetzt soll ich hier hin. Ja, da kann man hier neben dran. Jetzt soll ich. So, das. So. So. Achso, ich glaube, das war bewusst so, dass wir nämlich einmal hier anklatschen. Dann müssen wir uns hier einfach gesagt einen schönen Weg nach oben bauen, der über diesen Weg hier geht, dass die mir nach oben kommen. Halleluja. Darauf musst du auch erstmal kommen. Muss ich sagen, ist raffiniert gemacht. Jetzt muss man den erst übernehmen. Denke ich nur so, fuck. Hallo. Mein Gott, dass ich will. Bist jetzt inkompetent dazu.
stelle mich aber auch gerade an, wie so ein abgelaufenes. Come on, Yoshi! Das regt es gerade derbe auf, ne? Die ganze Scheiße hier. Aber ja, jetzt habe ich es auch geschafft. Und zwar ins Ziel. Uff, in der Part war sogar 20 Minuten lang. Da sieht man mal, was das nicht alles gibt. Auch wenn wir Part insgesamt nicht so gut waren, wir akzeptieren das soweit. Und ja. Yay. Es geht. Und aber ich merke, die Sonne kommt jetzt langsam zu gefährlich nah hier. Da habe ich das Screen hier an der Stelle auch ein bisschen komisch. Sorry dafür, es ist die Sonne, ja, es ist. Was soll ich sagen? Kleines bisschen ätzend. So. 15, ja, die haben wir. Nehmen 15 Blumen. Friss sie. So. Supi. Die geht's blenden, das ist toll. Und hier haben wir dann einen neuen Weg, oder? Oder wo geht's hier hin? Ist das eine neue Welt oder sozusagen? Wir werden sehen. Wir sind hier in der Pappkarton-Kuppe und da geht's im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zusammen von dem Part. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.